Hallo liebe Zuschauer, heute schauen wir uns das Dostmann-Temperaturmessgerät P300 etwas genauer an. Mit dem Präzisionsthermometer P300 von TFA Dostmann Electronics steht Handwerkern, Labortechnikern, Lebensmittelüberwachern und Hobbymesstechnikern, so wie ich einer bin, ein präzises Messgerät für Temperaturmessungen in beruflichen und hauswirtschaftlichen Bereichen zur Verfügung. Der Messbereich des Thermometers liegt zwischen minus 40 und plus 200 Grad Celsius. Die Genauigkeit der Messdaten liegt im Bereich zwischen 0 und 100 Grad Celsius bei plus minus 0,5 Grad. Im restlichen Bereich wird eine Messgenauigkeit von plus minus 2 Grad erreicht. Wie arbeitet das Temperaturmessgerät? Das Präzisionsthermometer besteht aus einem kompakten Handmessgerät mit Fühler. Der 12 cm lange NTC-Fühler mit einem Durchmesser von 3,5 mm sitzt an einem über 130 cm langen Kabel. Somit ist eine Temperaturmessung auch an unzugänglichen Stellen möglich. Der Temperatursensor sitzt im Inneren des Metallfühlers. Bis zur genauen Temperaturanzeige vergehen zwischen 15 bis 30 Sekunden. Das Messgerät ist spritzwassergeschützt und wasserdicht, was das Einsatzspektrum immens erhöht. Es lässt sich abwaschen, wenn es mit Schmutzwasser in Berührung gekommen ist. Technische Ausstattung. Das Handgerät ist 130 x 65 x 25 mm groß. Das gut ablesbare Display ist auf Knopfdruck beleuchtet. Zeigt die Messwerte in gut lesbaren Zahlen von 15 mm Höhe auf einem blau beleuchteten Display an. Das P300 lässt sich zwischen Grad Celsius und Fahrenheit umschalten. Das Präzisionsthermometer speichert minimale Maximalwerte und besitzt eine Hold-Funktion. Für den Betrieb sind zwei AA-Batterien notwendig, die bei meiner Version zum Lieferumfang gehörten. In manchen Dokumentationen ist zu lesen, dass zum Lieferumfang auch ein Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff gehört. Dies war bei meinem Messgerät nicht der Fall. Unscheinbar, aber enorm wichtig, zum Lieferumfang gehört auch eine Schutzkappe für den Fühler. Nach 15 Minuten schaltet sich das Thermometer P300 selbstständig ab, was die Lebensdauer der Batterie natürlich verlängert. Das P300 wiegt rund 130 Gramm, ist also ein Leichtgewicht. Einsatzbereiche. Digitale Temperaturmessgeräte wie das Dostmann P300 kommen überall dort zum Einsatz, wo eine genaue Temperaturangabe notwendig ist. Das kann eine Temperaturkontrolle an einer Heizungsanlage sein oder die Überwachung einer Destillation. Mit dem Thermometer lassen sich Flüssigkeiten im Labor messen, die Lagerung von Lebensmitteln überwachen oder Fertigungsprozesse optimieren. Nach HACCP kann das Thermometer ohne Minderungen für Eigenkontrollen im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Es misst die Temperatur im Inneren eines Bratens, in Backerzeugnissen oder in der Kühltheke. Ein Luftfeuchtigkeitsmesser ist leider nicht integriert. Das Präzisionsthermometer entspricht der EN13485 für die Lagerung von gekühlten, gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln sowie Eiscreme. Wir nutzen das Dostmann als Referenzthermometer für die Kontrolle unserer Wetterstationen. Im privaten Bereich, ich gestehe, ich bin ein leidenschaftlicher Griller und Smoker, kommt das P300 sehr häufig bei der Messung der Kerntemperatur von Grillgut im Garten zum Einsatz.